Ja, hi, zu einem weiteren Video, Thema Welle-Nabe-Verbindung. Dieses Mal beschäftigen wir uns mit der Stiftverbindung. Also, wenn Stifte im Prinzip als Maschinenelement eingesetzt werden, um eine Verbindung zwischen Welle und Nabe herzustellen. Funktioniert immer dann relativ gut, wenn die Kräfte nicht allzu groß werden. Ja, bei größer werdenden Kräften, da sind dann andere Welle-Nabe-Verbindungen besser geeignet. Aber wenn die Kräfte überschaubar sind, und dazu dient ja die Nachrechnung, zu prüfen, ob diese Stiftverbindung ausreichend bemessen ist, dann ist es eine relativ kostengünstige Art und Weise, ja, eine Welle-Nabe-Verbindung herzustellen. Und auch die Demontierbarkeit von so einer Stiftverbindung ist relativ einfach. Ja, bei der Stiftverbindung ist im Gegensatz zu anderen Welle-Nabe-Verbindungen, wie jetzt zum Beispiel bei der Passfederverbindung oder der Keilwellenverbindung, da habe ich auch Videos dazu eingestellt. Wenn ihr die nicht gesehen habt, schaut doch mal vorbei. Ja, das wird ja nur auf Flächenpressung überprüft. Ja? Also der Nachweis erfolgt über Berechnung der vorhandenen Flächenpressung und diese Flächenpressung wird verglichen mit einer zulässigen Pressung. Hier bei der Stiftverbindung müssen wir neben der Flächenpressung auch die Scherspannung im Stift berechnen. Ja? Also einerseits die Flächenpressung in der Nabe, in der Welle, jeweils mit dem zulässigen Wert vergleichen, was das Material zulässt und zusätzlich auch die Scherspannung im Stift berechnen. Hier ist auch mal schön der Verlauf der Flächenpressung dargestellt. Also es ist nicht so, dass wir hier überall eine konstante Flächenpressung haben, sondern gerade in der Welle hier wir einen dreiecksförmigen Verlauf der Flächenpressung vorliegen haben. Ja, bei der Gestaltung der Nabe ist auch immer, da gibt es Empfehlungswerte, wie dick denn so eine Nabe ausgeführt werden soll, ausgehend wie immer vom Wellendurchmesser. Ihr legt ja immer erstmal einen Wellendurchmesser fest. Rechnet die Welle nach, ja, macht dann einen Festigkeitsnachweis, dass die Welle ausreichend bemessen ist. Und ausgehend von diesem Durchmesser, den ihr für die Welle erhaltet, könnt ihr dann andere Abmessungen auch festlegen. Und hier, wie gesagt, für die Nabenabmessung, also diese Wandstärke S hier, gibt es für G- und L-Werkstoffe entsprechenden Wert von 0,75 mal dB, circa Wert. Und für Stahl- und GS-Naben entsprechend 0,25 bis 0,5 mal dB. Nun, dieses P zulässig, das muss man sich separat nochmal anschauen, genauso das Tau A zulässig. Ja, wie man auf diese zulässigen Werte kommt, schauen wir uns im nächsten an. Ja, bei der Ermittlung der zulässigen Flächenpressung geht er wie folgt vor. Also einerseits für die Flächenpressung P zulässig als Anhaltswert 0,25 mal RM. Wobei man berücksichtigen muss, wenn ihr jetzt hier einen Kerbstift einsetzt, also nicht einen Zylinderstift, sondern einen Kerbstift, dann bitte nur etwa 0,7-facher Wert ansetzen. Das RM hier, da gibt es noch was Besonderes zu berücksichtigen. Das RM habt ihr grundsätzlich so zu ermitteln, dass ihr das RMN mal KT nehmt. KT, das ist dieser technologische Größeneinflussfaktor. Da gibt es Tabellen, entsprechend Fachliteratur, beispielsweise Roll of Matic. Da ist dieser technologische Größeneinflussfaktor aufgeführt. Ja. Da gibt es zwei Diagramme. Das eine Diagramm ist für Waltstähle und das andere für verschiedene Gusswerkstoffe. Und in Abhängigkeit der verschiedenen Werkstoffe und des Rohteildurchmessers ist dieses KT halt unterschiedlich groß. Und das habt ihr entsprechend zu berücksichtigen, um das RM zu ermitteln. Ganz ähnlich geht er auch bei Tau zulässig vor. Das Tau zulässig, da habt ihr nicht 0,25, sondern eben nur 0,2 mal RM. Und auch hier ist es so, dass für die Kerbstifte ein kleinerer Wert angesetzt werden muss, hier entsprechend 0,8-facher Wert. Was der technologische Größeneinflussfaktor angeht, ist die gleiche Vorgehensweise. Habt ihr zu bestimmen über diese entsprechenden Diagramme und die Abhängigkeit der Werkstoffe, die ihr einsetzt, einerseits für die Welle, andererseits für die Nabe. Machen wir im nächsten Schritt weiter mit der Längsstiftverbindung. Ja, bei der Längsstiftverbindung schauen wir uns die gerade nochmal an. Da ist es ja so, dass da stirnseitig genau in der Mitte zwischen der Welle und der Nabe hier stirnseitig eingebohrt wird und der Stift hier stirnseitig im Prinzip da eingesteckt wird. Rechnerisch ist es ja so, dass die Flächenpressung gerade doppelt so groß ist wie die Abscherspannung. Und weil das so ist, kann man hier dann auch in aller Regel nur oder muss man in aller Regel nur auf Flächenpressung nachweisen. Wichtig dabei ist natürlich, dass die zulässige Abscherspannung mal 2 mindestens gerade so groß ist wie die zulässige Flächenpressung.
ist in allermeisten Werkstoffpaarungen so gegeben, aber muss man immer ein Stück weit im Hinterkopf behalten, falls ihr da doch mal eine exotische Konstellation habt, dass man das nicht übersieht und im Zweifelsfall dann doch auch mal noch auf Scherung nachweist. In allermeisten Fällen nicht erforderlich, deswegen hier nur auf, ja, den Nachweis nur auf Flächenpressung. Die mittlere Flächenpressung ergibt sich dann dementsprechend sowohl in der Narbe als auch in der Welle gemäß folgender Formel. Und das wiederum muss auch mit diesem zulässigen Wert P zulässig verglichen werden, also muss kleiner gleich P zulässig sein. Und auch hier haben wir grundsätzlich die gleiche Vorgehensweise wie eben schon in der Querschnittverbindung. Zu berücksichtigen ist natürlich, dass wenn ihr dieses P zulässig hier berechnet, dass hier wahrscheinlich nicht der Stift als solches das ausschlaggebende Kriterium sein wird, sondern entweder die Welle oder entsprechend die Narbe, je nachdem, welche Materialien ihr habt und welche zulässige Flächenpressungen da erlaubt sind. Ja, wenn ihr dazu Fragen habt, dann schreibt mir gerne. Ansonsten geht es jetzt hier weiter mit einem weiteren Video zum Thema Welle-Narbe-Verbindungen. Nachdem wir hier alle gängigen formschlüssigen Verbindungen abgehandelt haben, wird es jetzt dann hier weitergehen mit kraftschlüssigen Verbindungen. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Bis die Tage.